Hallo und herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 3. Im letzten Part haben wir mit Smoker gekämpft und haben dann Doflamingo besiegt und den haben wir jetzt auch freigeschaltet. Ist noch auf Level 1, ich habe ihm keine Münzen gegeben, nichts gemacht und den werden wir jetzt auf jeden Fall spielen. Ich bin gespannt, erstmal die Münzen reindrücken. Ja, ich kann die zweite Fähigkeit einsetzen und ich habe sogar zwei Balken. Wie geil ist das denn? Perfekt, können wir gleich machen. Und Berry-Wachstum machen wir gleich auf 50, weil ich gesehen habe, dass diese Mission mit Sentomaru auf Level 45 schon ist. Und das ist schon wirklich ordentlich. Und da möchte ich natürlich ein bisschen stärker sein und natürlich besser durchkommen zu können. Und ja, sollte auf jeden Fall, naja, passen sollen. So, Sentomaru, bist du bereit? Denn dir haue ich jetzt ins Gesicht. Legen wir los. Verbündete Armee, ich bin gespannt. Ich sehe nur den Mantel von Doflamingo und das ist ja wirklich sehr, sehr episch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich spielt. Das Einzige, was ich von ihm gesehen habe, ist, wie er rennt. Denn ich habe einmal mit Schwabi gespielt. Grüße an Schwabi an dieser Stelle. Und da ist er dann einfach an mir vorbeigerannt und das sieht einfach nur todlustig aus. Achtet mal drauf. Wieso? Ich weiß nicht. Ich jage dich, ich jage dich, ich jage dich, oh yeah. Einfach nur genial. Das sieht gut aus. Testen wir mal die Selector-Taste. Da macht er so einen Jump nach vorne. Das habe ich jetzt zweimal gemacht. R1 ist... Ach, da kann ich einzelne Gegner dann wahrscheinlich mit dem Parasite-String angreifen. Wir gehen jetzt aber erstmal nach oben. Das ist sozusagen sein Rennen. Ich finde das eigentlich ziemlich episch. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. So, wir müssen jetzt vier Gegner besiegen, so vier Parteien. Und das ist die normale Viereck-Kombo gewesen. Machen wir mal die Dreieck-Kombo. Oh, da hat er auch diese bunten Fäden, wie im Anime, wo keiner verstanden hat, warum der bunte Fäden hat. Habt ihr es gesehen? Sehr nice. So, jetzt habe ich den Parasite aktiviert und wirbel die gerade so ein bisschen rum. Sehr geil. Natürlich, weil ich jetzt schon Level 50 bin, habe ich natürlich schon ein paar mehr Kombos. Was episch ist. Es ist episch. Und wieder Swirbel. Sehr schön, das ist episch. Natürlich. Welchen Partner könnte ich denn am besten benutzen? Law. Also was ist das denn für eine Kombination? Erste Ulti nennt sich Overheat. Zack. Mit seinem brennenden, ja, hier Fäden. Brennenden Fäden und seinen heißen Fäden. Jetzt müssen wir das natürlich nochmal auffüllen. Aber bei Doflamingo nervt mich jetzt schon eins, dieses Rumgehüpfe. Ich weiß nicht, das kann manchmal echt nerven. Oh Gott. So, Mihawk, bist du bereit? Wir aktivieren jetzt mal den Vogelkäfig. Aktivieren. Mal gucken. Macht aber ziemlich wenig Schaden. Aber hat natürlich einen mega krassen Radius. Womit man dann auch ordentlich Schaden machen kann. Aber was auch heftig ist, ich kann den mit dem Parasite festhalten und kann mich dann währenddessen bewegen und weiter draufschlagen. Also sprich, das ist in dem Sinne jetzt wie so ein Tornado bei Zorro. Wenn ich den Tornado mache, dass ich dann weiterrennen kann und dieser Tornado einfach weiterhin aktiv umher schwirrt sozusagen. Was gar nicht mal so schlecht ist, gefällt mir eigentlich. Aber das Laufen oder hier... Ja, okay. Das ist eigentlich das kleinste Problem, wenn man ehrlich ist. Oh mein Gott. Voll krank, Also es ist, ich weiß nicht, ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten. Wir haben ja zwei Missionen sozusagen, die wir machen werden mit ihm. Mal gucken, ich bin gespannt. Wir müssen aber auch Sentomaru besiegen, denn das ist so eine Art Kopfgeldmission. Und die schalten wir dann auf frei und anscheinend sollten wir da seltene Münzen oder irgend sowas kriegen, wenn man die macht. Ich habe keine Ahnung. Sehen wir dann auf jeden Fall. So, jetzt aktivieren wir als erstes mal wieder den Vogelkäfig, dass hier keiner mehr entwischen kann. Sehr schön. Also eigentlich ist die Attacke schon wirklich heftig. Hammer. Okay. Law, bist du bereit? Natürlich bin ich bereit. Als ob Law jemals mit Doflamingo zusammenarbeiten würde. Ja, und da geht's schon wieder ab. Jetzt habe ich schon wieder andere Kombos am Start gehabt. Habt ihr es gesehen? Voll krank. Das ist der Parasite wieder. Den kennen wir ja schon. Aktivieren wir mal die Ulti. Bin ich mal gespannt. Und Overheat. Und das ist das Ende. Die Attacke nennt sich Counterheat. Sehr schön. Counterheat. Auch mal gut. So, mit dem Lapin machen wir das Ganze auch mal. Ich muss aber echt mal wissen, wo Sentomaru ist. Das interessiert mich gerade mal. Kommt die einfach zufällig? Das ist auch eine geile Kombo. Wie habe ich die denn gemacht? Ich glaube mit dreimal, tatsächlich. So, Viereck, 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 Viereck. Und jetzt Dreieck. Das ist auch eine Attacke, die wir noch nicht gesehen haben. Ich glaube, Sentomaru ist erschienen. Perfekt, da gehen wir kurz als erstes hin, weil ich habe keine Ahnung,
ob die... Alter, fick dich. Ich habe keine Ahnung, ob die abhauen wird oder so. Deswegen schnell erstmal besiege Sentomaru und gewinne die Schlacht. Echt? Jetzt schon? Lol. Lol. Echt jetzt? Wir sind gerade mal bei 6 Minuten oder so. Ja gut, hab ich gesagt. Ja gut, das habe ich. Egal, ich greife trotzdem Sentomaru an. Weil deswegen mache ich ja gerade diese Mission. Aber ich weiß nicht. Die Attacke zieht wirklich wenig an. Man trifft wirklich viele mit der Attacke. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, wie wenig Schaden ich bei Sentomaru gerade gemacht habe. Obwohl das jetzt nicht so ein starker Gegner ist gegenüber jetzt Doflamingo. Ist das schon wirklich schwach eigentlich. Ich meine, ich zerschnippel einen ganzen Radius eigentlich. Was wollte ich denn noch testen? Dreieck. Ah, mit der Kopie. Moment mal, das wollte ich auch mal testen. Lol, das war nichts. Sentomaru, ich glaube an dich. Oh, hit, hit, hit. Schild gebrochen. So, Dreieck, Dreieck, Viereck. Ja, und macht er da jetzt noch was? Ah ne, da gibt es nur so eine Art Königshaki-Explosion, aber mehr auch nicht. Also ich hoffe, dass Doflamingo Königshaki hat, aber ich schätze es schon. Das wäre ein bisschen peinlich, wenn der jetzt gar keins hat. Der hat auf jeden Fall eins. Der hat ja das Rüstungshaki hat er auf jeden Fall, aber ich denke auch, dass das Königshaki hat. Bin mir gerade nicht sicher. Verdammt, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, die One Piece Nerds unter euch, die wissen das sowieso. So, Lapin. Thank you very much. So, Sentomaru, das, was du kannst, kann ich schon lange. Und deswegen werde ich das Ganze natürlich auch mal einsetzen. Komm, zack, zack, zack. Jetzt haut die wieder ab, ey. Oder der. Ich sag jedes Mal die. Ich weiß, dass es ein der ist. Keine Sorge, Freunde. Aber, oh, das ist ja echt nervig. So, komm, weiter draufhauen, draufhauen, draufhauen. Bis die Eichel platzt. Wo ist denn Sentomaru? Sentomaru, du Scheißhaufen. Mann, ich bin Doflamingo. Fuck jemand anderen ab. Law steckt in Schwierigkeiten. Mir doch scheißegal ist Law. Der darf ruhig sterben. So. Lapin. Thank you. Ja, das tatsächlich überlebt. Ich glaube, ich spinne, ey. Wo leben wir denn hier? Und nochmal, weil es so schön ist. Einfach draufhauen. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Weil es so schön war, gleich nochmal. Immer schön draufhauen. Bis es geschlachtet wird, sozusagen. Ey, ich habe nur noch ein paar Minuten, ey. Aber komm, das müsste ich ja hinkriegen. Aber ich muss mich echt noch an Doflamingo so ein bisschen gewöhnen, weil er ist halt wirklich schon ein schneller Charakter. Besonders gerade wegen diesem Rumhüpfen. Es ist ein bisschen schwer, da wirklich Kontrolle über diesen Charakter zu kriegen. Aber ich denke mir, dass ich das auf jeden Fall noch hinkriegen werde. Und wie bist du jetzt hinter mich hingekommen? Wo ist denn Sentomaru? Treffen! Ich habe sie nicht getroffen. Scheiße. Oder ihn. Mann, ach komm. Warum sage ich jedes Mal sie, ey? Das fuckt mich gerade übel ab. Der sieht halt aber auch so aus. Da kann man nichts machen. Hässlich ist hässlich. Ah, scheiße. Mann, jetzt besiegt das Teil endlich. Wo ist denn... Oh, wie kann man nur so nervig sein? Ich glaube, einer hat mal gemeint, dass diese Kopfgeldmissionen doch ein bisschen härter sind wie die normalen. Kann das sein? So, endlich geschafft. Territorium eingenommen. Ist das jetzt wirklich zu Ende? Tatsächlich. Lol, ging ja wirklich schnell eigentlich. Obwohl, ich habe trotzdem jetzt 10 Minuten gebraucht. Ja, geht eigentlich. Aber wir machen natürlich nochmal eine Mission, ist ja klar. Wie ist euer Zwischenfazit jetzt so mal zu Doflamingo? Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich finde ihn ganz ordentlich, aber der haut mich jetzt nicht wirklich um oder so. Die vier Monster. So, kriege ich da jetzt irgendwas oder so? Tatsächlich, ich habe 2 Goldmünzen bekommen. Lol, wie geil ist das denn? Das ist cool, das ist wirklich cool, dass ich jetzt einfach mal 2 Goldmünzen bekommen habe. Hammerhart, ey. Da kann ich mir das ja eigentlich sparen, die Story durchzuspielen. Dann mache ich ja die ganze Zeit diese Kopfgeldmission. Ein neuer Gegenstand ist im Berry Shop. Das habe ich nämlich auch gesehen, dass man sich im Berry Shop was kaufen kann. Steckbrief, hier, für 100.000. Ne, 1 Million. Komm, mach mal einmal. Einmal mach mal. Und jetzt erscheint ein Gegner. Das ist cool, ein neues Kopfgeld wurde ausgesetzt. Und jetzt müsste ich jetzt natürlich zu ihm hin und ihn natürlich besiegen. Das machen wir jetzt aber nicht. Das machen wir in dem nächsten Part mal oder wenn wir in der Nähe von ihm sind. Wir haben jetzt als letztes Doflamingo als großen Boss besiegt. Ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt mal Richtung Fujitora, weil das zu oft schon von euch in die Kommentare geschrieben wurde, dass ich das mal machen soll und Richtung Fujitora jetzt gehen soll. Was ich natürlich auch verstehen kann, was ich jetzt auch machen werde.
Ja, dann müssen wir jetzt aber hier hoch. Als nächstes würden wir dann Whitebeard entgegenkämpfen. Obwohl, wir können aber auch ganz nach unten gehen. Wir können auch ganz nach unten gehen. Und können dann so ein bisschen weitergehen, dass wir Whitebeard umkreisen erstmal und Whitebeard dann später machen. Der nächste wäre dann Magellan, den wir dann bekämpfen. Ich hoffe, das wäre okay. Und das machen wir dann. Aber jetzt machen wir erstmal das Level. Das ist für Level 10. Ich bin Level 50. Ich glaube, dass wir ein bisschen schnell durchkommen werden. Aber ihr habt ja gesagt, ich soll zu Fujitora als nächstes. Deswegen mache ich das auch, Freunde. Also müsst ihr euch damit auch rechtfertigen, dass ich jetzt hier eine Level 10 Mission mache mit einem 50er Charakter. Aber so ist es nun mal. So ist es nun mal. Aber, naja. Also... Yeah. Ach nee, nicht das Level wieder. Ich mag das überhaupt nicht. Die Punk Hazard Map mag ich überhaupt nicht. Ich fühle mich da jedes Mal irgendwie voll eingeklemmt. Besonders mit so einem großen Charakter. Ich habe das letzte Mal, wo ich das gespielt habe, habe ich, glaube ich, mit Moria gespielt. War auch so ein verdammt großer Charakter. Das ist einfach nur nervig. Ich spiele lieber so einen kleinen Charakter, wo ich dann einfach eine bessere Sicht habe. Das ist, ich weiß nicht, was ist eure Meinung dazu? Spielt ihr lieber große Charaktere wie Doflamingo oder eher so, sagen wir mal, kleine wie Ruffy? Also so normal große Charaktere, die einfach eine normale Größe haben und nicht so ein Bein, als ob das irgendwie, was weiß ich. Guckt euch mal den Mantel an. Das sieht bescheuert aus. Ach, verdammt. Nicht einfach vom Thema abkommen, ey. Scheiß drauf. Mantel, der Mantel regelt das, ey. So, dann nehmen wir das Gebiet jetzt hier auch mal ein. Aber man merkt schon, dass die ziemlich wenig aushalten und dass die echt... Ich habe das Territorium mit zweimal Dreieck eingenommen. Das ist doch der Hammer, oder? Das komplette Territorium. Einmal mit zweimal Dreieck. Einmal mit zweimal Dreieck? Gibt das Sinn? Nein, das gibt's nicht. Aber das ist halt wieder die Spooky-Logik. Spooky darf das. Okay. Ich habe Nami als Teampartnerin. Ich glaube, ich spinne. Aber ich bin ein bisschen krank noch. Vergesst das bitte nicht, wenn meine Nase so ein bisschen noch zu ist. Ich versuche vor jedem Part immer schön alles rauszurotzen, dass ich wirklich eine freie Nase habe. Aber manchmal kommt es dann doch noch während dem Part zurück. Echt nervig, aber naja, passiert halt mal. Auch ein Spooky war krank. Ja. Obwohl, ich bin ja eigentlich 356 Tage im Jahr krank. So ein bisschen im Kopf. Ja. Aber ab und zu geht's auch mal in die Nase runter. So, wir gehen jetzt wieder hier raus. Also da unten geht es auf jeden Fall schon ab, sehe ich. Oha, oha, oha. Wisst ihr was? Wir übertreiben es jetzt mal mit Nami. Nami, bist du bereit? Ich habe dich vielleicht auf Dressrosa noch nicht gesehen, aber wir zeigen mal den Leuten, was wir zusammen vollbringen könnten. Gewitterheat. Ey, das ist ja voll peinlich. Die ganzen Attacken heißen immer Heat, Heat. Immer wenn Doflamingo dabei ist, Heat, Heat, Heat. Counter-Heat. Gewitter-Heat. Was kommt als nächstes, wenn ich mit Ruffy was mache? Gum-Gum-Heat oder was? Oh, komm, ey. Das ist ja peinlich. So kann ich ja meine Attacken auch nennen. Ist ja voll öde. Nee. Gewitter-Heat. Gewitterhitze oder so. Keine Ahnung. Heißt das ja. Nee, finde ich jetzt nicht so prickelnd. So, schließen wir mal die Leute erstmal in den Vogelkäfig ein. Robin, du bist wieder in den Vogelkäfig eingesperrt. Guck mal, das hat die gar nicht umgebracht, obwohl das ein Level 10er Charakter ist. Eigentlich hätte es die umbringen sollen. Das kann die gar nicht überlebt haben. Das sind Bugs. Das sind eindeutig Bugs. Wie hat sie das nur überlebt? Wir haben keine Ahnung. So, wir machen das Ganze nochmal mit Nami. Ich level da gar nicht. Also ich schlag da gar nicht rein. Ich aktiviere gleich die Attacke. Das überleben die sowieso da drinnen nicht. Das Gebiet gehört auf jeden Fall jetzt gleich mir. Ist klar. Zack. Sehr schön. Wir waren da drin, ne? Irgendjemand Großes ist da noch drin. Corby. Er war drinnen. So in dem Sinn. So, Smoke haben wir jetzt auch noch drin. Den werden wir auch mal gleich benutzen. Scheiß auf Bo Hancock. Obwohl, nehmen wir mal Bo Hancock. Nehmen wir die mal. Die hätte ich eigentlich noch nie so als Subcharakter. So, nehmen wir mal das Gebiet hier ein. Denn die Boa möchte auch mal dran. Die kleine Schlange. Das kleine Luder. Ich habe ja mal vor kurzem den Part gefragt, wen ihr eigentlich hübscher findet, Nami oder Boa. Es war echt überraschenderweise der größte Teil für Boa Hancock, was ich echt überraschend fand. Also, ich weiß nicht, einer hat reingeschrieben, dass er Boa Hancock hübscher findet wie die Nami vor den 2 Jahren. Aber die Nami nach den 2 Jahren findet er hübscher. Das fand ich zum Beispiel okay, das fand ich angemessen, da würde ich auch zustimmen. Aber
Es ist wie gesagt Geschmackssache. Jeder hat seine Vorlieben. Jeder möchte, stellt sich sein naja, Loch vor, wo er gerne reinstecken möchte. So ist es nun mal. Und das sollte man akzeptieren. Ich finde es okay, wenn ihr sagt, boah, Hankook ist für euch hübscher. Ist halt mal so. So, wir müssen als nächstes erreiche. Achso, wir müssen zum Labor. Sonst geht die Mission nicht weiter. Dann machen wir das gleich mal. Ab zum Labor. Oh yeah, Moria sucht neuen Zombie irgendwas. Keine Ahnung, ich hab's nicht mehr lesen können. Scheiß Moria. Ab da rein, wahrscheinlich wird Moria der Endgegner. So, drinnen sind wir. Bam, 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 bam. So, ich gehe jetzt mal wieder raus, gehe zu Perona. Aktiviere das gleich wieder mit Bohankok. Alter, ruckelt das gerade so ein bisschen. Habt ihr das gerade gemerkt? Voll nervig. So, ich habe auf jeden Fall zwei Ladies dabei. So, und jetzt aktivieren wir das gleich mal. Ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht schlimm, dass ich das immer gleich aktiviere. Ich finde es so ein bisschen unnötig, da sich so ein bisschen durchzuboxen. Sklavenheat. Wirklich? Wirklich? Warum? Was hat das mit Nami zu tun, als ob Nami ein Sklave wäre? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sklavenheat. Und schon wieder Heat, ey. Da könnte ich mich wieder aufregen, wirklich. Einfach nur nervig. Sklavenheat. Sklave natürlich wegen Boa Hancock mit ihrem, ihr seid meine Untergebenen, meine Sklaven und meine, was weiß ich, Arschlöcher. Aber ansonsten passt das überhaupt nicht. Voll doof. So, Siege Perona und Co. habe ich auch schon geschafft. Wir müssen jetzt kurz warten. Wir sliden hier einfach rum. Ich hätte es aber noch cool gefunden, wenn man vielleicht die Fäden gesehen hätte, wie er die schwingt hier. Um zu laufen. Das hätte ich persönlich immer cooler gefunden. So, Moria ist auch hier. Schließen wir natürlich auch mal gleich in den Vogelkäfig ein, diesen kleinen Schlawiner. Und zack, der hat es auch überlebt, dieser Pischer. Dieser Pischer hat es echt überlebt. Ich glaube, ich sperren. Komm her. Also mit Doflamingo die Kombos einzusetzen, wie gesagt, ist verdammt schwer. Also ich finde es gar nicht so einfach, weil es total unübersichtlich manchmal ist. Aber er ist sowieso in meinem Parasite String. Zack! Habe ich ihn geschlachtet. So wie es sich gehört. So, kommt da jetzt eigentlich mal der Endgegner? Moria wird es auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich wird es Don Creek oder so. Der Bösewicht aller Bösewichten. Don Creek. Allein schon die Vorstellung, ey. Wenn jetzt Don Creek oder so kommt, dann lache ich. Den Fall hatten wir schon. Dass da plötzlich irgendwie so Mihawk, dass wir die als erstes Gegner hatten. Und dann kommt plötzlich Don Creek oder so. Als kompletter Endgegner. Der Gegnerarmee, Freunde. Was ist das denn für ein Sinn? Als ob so ein Don Creek 100 mal stärker ist wie so ein Mihawk. Ergibt gar keinen Sinn. Einfach Gebiet einnehmen. Suche Labor Nummer 1 auf. Hä, wie oft denn noch? Ich war doch gerade schon drinne. Ich gehe einfach nochmal rein. Das ist ja voll nervig. Ich war doch gerade schon drinne. So, und jetzt? Ich warte. Ich bewege mich mal nicht. Doch, ich bewege mich. Kommt mir zu nah und ich hacke euch den Kopf mit meinem Mantel ab. Let's Beyblade. 3, 2, 1. Let it rip. Labor wurde 1 wurde erreicht. Sag mal, unglaublich. Das hätte ich mir alles gerade sparen können. Gegner ist drinne. Wer ist es denn? Was? Mr. Was? Chess Boner oder was? Tatsächlich. Chess Boner ist es. Jo, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Chess Boner. Ja, natürlich. Er hat die Führung von Perona, Moria. Wen haben wir noch besiegt? Corby natürlich. Oh Gott, ey. Warum reg ich mich eigentlich auf? Warum reg ich mich eigentlich auf? Das sind ja so was wäre wenn Dinger. Aber was wäre, wenn, ey, das ist ja sowas von unpassend. Aber naja, müssen die wissen. Der allein die Vorstellung, ey. Chess Boner, ey. Der Boss aller Bosse. Ja, natürlich. Hat Sir Crocodile verraten. Ist jetzt auf eigene Faust unterwegs. Hat seine Piratenarmee aufgebaut. Ja, wahrscheinlich. So, meine Ladies, macht euch bitte bereit, denn wir besiegen jetzt Chess Boner. Und 3... 2, 1, let it rip! Verdammt, wir haben ihn nicht besiegt. Der hat es irgendwie überlebt, dieser kleine Pisser. So, jetzt haben wir ihn aber besiegt. Eine Backpfeife. Und Ende Gelände. Ah, super. Eine heiße Backpfeife und das ist. Alles ist geregelt. Eine heiße Backpfeife.
Sehr schön, sogar Triple S, sehr schön. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was von Doflamingo zeigen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie findet ihr Doflamingo? Würde mich natürlich mal sehr interessieren. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Spooky geht auf die Jagd nach Magellan und danach nach Fujitora. Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und tödelö. Immer den Wolken hinterher, einer Legende auf der Spur, führt einen Weg dich übers Meer. One Piece.